Hallo und guten Morgen. Willkommen auf dem Kanal Rovito Balsita für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Soweit zumindest der Anspruch hier. Ich bin Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Das heißt, momentan sitze ich jetzt hier noch in meinem Sessel, aber wenn Sie mich sehen, dann bin ich im On-Life. Ja, und das ist auch das Programm dieses Kanals, in dem ich versuche, so die Wendezeit in die digitale Gesellschaft, die sich ja hier heute vollzieht, hier bei mir konkret nachzuvollziehen, zu dokumentieren, zu zeigen, was sich hier bei mir verändert und wie ich mich verändere. Also ob ich mich zum Beispiel zu einem Homo Digitalis oder einem Homo Dementis hier entwickle, sehnen sich an den Wissenschaftler Manfred Spitzer, der diesen Zusammenhang hergestellt hat zwischen den Dementen und dem Digitalen. Ja. Heute geht es wieder um 5 Punkte. Wie immer, On-Life, Gesundheit, Ernährung, Diät, Lektüre und Medien. Und ja, warum mache ich diesen Kanal? Das ist ein Lernkanal hier, das ist kein Erklärkanal. Ich erkläre Ihnen nicht die Welt. Wenn Sie da was nach Erklärung suchen, dann müssen Sie einen anderen Kanal suchen. Also Erklärung gibt es hier nicht. Ich glaube auch nicht, dass Erklärung irgendjemandem helfen kann. Wenn man das nicht wissen will, dann will man es nicht wissen und dann lernt man es auch nicht. Ich sage, es ist ein Lernkanal, aber das heißt ja vor allen Dingen, es ist ein Lernkanal für mich selber, weil ich versuche jetzt hier am Social Media zu partizipieren, an YouTube und das heißt, ich lerne hier und Sie können dabei zuschauen und dann dabei auch lernen oder nicht lernen oder sich lustig machen oder was auch immer. Ja, also, weil ich denke, dass die ältere Generation auch am Social Media partizipieren sollte und müsste, dass es vielleicht sogar für die ganz gut wäre, aber leider ist es so, dass von den Älteren die meisten das nicht mehr auf die Reihe bekommen wollen oder nicht mehr können oder so. Ich meine, man kann es, aber man muss natürlich auch einiges aufbringen an Energie und man muss auch einiges wegstecken können. Zum Beispiel, man ist ja gewohnt, als Älterer jetzt mit 40, 50 Jahren Fernseherfahrung und diese Fernseherfahrung, die hat natürlich auch die Sehgewohnheiten verändert. Und wenn Sie dann Ihr eigenes Gesicht, das eigene dumme, hässliche, potthässliche Gesicht da auf dem Bildschirm sehen, dann sind Sie so geschockt, dann wollen Sie mit YouTube nichts mehr zu tun haben und machen um jede Kamera einen riesen Bogen. Ja, also diese Hemmschwelle, die muss man erstmal überwinden. Und das ist vielleicht auch das größte Hindernis. Natürlich gibt es Leute, die denken sich immer gerne vor, das ist vor allem die Jugend. Die Jugend, die tut aus und die weiß das. Und von daher haben die natürlich da weniger Berührungsängste mit. Und Professoren und so, das sind so die Leute, die natürlich generell immer viel in der Öffentlichkeit stehen, Schauspieler auch, die haben damit auch keine Probleme. Aber so der Alltagsmensch, der Ältere, der natürlich nicht und da kostet es einiges an Überwindung. Ja. Also mein Ziel war jetzt hier bei YouTube erstmal viele Videos zu machen. Ich will keine spektakulären Videos machen. Dafür gibt es Spezialisten, die machen dann Hollywood oder die machen Werbung und so. Ich will auch kein Geld verdienen hier. Ich will einfach nur das ausprobieren und testen. Oh ja, um daran auch vielleicht im Alter zu partizipieren. Es ist eine Herausforderung für mich hier gewesen und ist es auch noch.
weil man muss doch sehr viel lernen. Man, nicht nur die Technik, nicht nur YouTube, nicht nur das Ganze drumherum, sondern auch man selber muss sich verändern. Weil man ist ja nicht nur Filmregisseur in eigenen Angelegenheiten, man ist ja auch Schauspieler. Man steht hier vor der Kamera und muss hier Grenzen machen. Und das liegt nicht jedem. Mal mit Hut, mal mit, mal so, mal nach vorne, mal nach hinten, so. So geht auch, ne? Sich also hier zum Affen machen, sozusagen, und das liegt uns Eltern nicht so sehr. Aber das kann man lernen. Und auch Maskerade kann man lernen, aber was schwieriger zu lernen ist, ist jetzt hier so 10 Minuten aus dem Stegreif zu improvisieren, zu reden, ohne sich dabei um Kopf und Kragen zu reden. Wir haben ja viele Eltern, die sich da zur Politik äußern, schriftlich oder auch mündlich, und dabei einfach nicht wissen, was sich gehört. Dabei einfach über den Rahmen hinausschießen und dann ihre Aggression gegen Publikum, gegen Personen da raushauen, und sowas geht natürlich nicht. Ja, das muss man erstmal üben und trainieren, wenn man das noch nicht kann oder wenn man nicht die Vorsicht hat oder wenn man glaubt, ja, das gebe ich alles nicht an, ich mache das, wie ich will und so, und dann geht das nicht gut aus. Die zweite Hürde ist natürlich auch das Urheberrecht. Man kann nicht einfach hier so Filmschnipsen zurecht schneiden und dann zusammenkleben und dann selber veröffentlichen. Das geht doch auch nicht. Weil jedes Bild, jedes Foto, auch Symbole und so, alles ist urheberrechtlich geschützt. Und da bleibt kaum Freiraum. Und das, was man da machen kann, sind nur noch langweilige Routine-Videos, so wie ich sie auch mache, weil alles andere verbraucht einen höheren Aufwand. Da brauchen sie Schauspieler, da brauchen sie eine Kulisse. Und das will erstmal alles inszeniert sein. Und da steckt ja teilweise auch sehr viel Arbeit drin, in diesen Hollywood-Produktionen. Und wenn dann natürlich hier Hinz und Kunz jetzt glaubt, das alles kopieren zu können und dann als eigenes Werk auszugeben, das geht natürlich überhaupt nicht. Das machen aber viele und damit sind auch viele erfolgreich, haben hohe Zuschauerzahlen und ja. Der schwarze Hammer, der kommt dann gar später. Ich mache das nicht. Ich mache hier nur langweilige Videos, langweilige Küchenmüsli-Videos, immer dasselbe auch dann noch, dasselbe Video, dasselbe Müsli, jeden Tag, vielleicht mit kleinen Abweichungen, aber da kann man nicht große Sensationen und Einschaltquoten erwarten. Das sind sozusagen Brot- und Butter-Videos. Ja, kommen wir mal langsam zum Start hier. Thema Nummer 1 OnLive. Gestern habe ich, glaube ich, 7 Videos gemacht. 2 Gaming-Videos, dann ein Einkaufsvideo und was noch? Gaming-Einkauf und das Nahrungsauswertungsvideo, genau. 4 Stück und dann abends nochmal 2 Meistens-Video und ein Sessel-Bot. Das hier, was wir gerade sehen, was Sie gerade sehen, was ich gerade mache hier, das nenne ich Sesselwort. Ich mache jeden Tag ein Sesselwort, manchmal auch 2. Und versuche dann den Sesselworten über den gestrigen Tag zu reflektieren und über die Gegenwart vielleicht auch noch ein wenig. Ja, also Bahnlauf. 7 Videos gestern, damit komme ich jetzt im Monat Oktober bisher auf 234, glaube ich, hatte ich gestern, ja, 227 und 4 und 7 sind dann 234.
Heute sollte ich mal nochmal 6 dazukommen. Das wären dann so 260, 240 heute. Damit bin ich für den 20. gut gerüstet. Ich versuche im Monat immer so 170 Videos zu machen. Und dann habe dann eine Marke stecken, der 10., der 20. und so. Und der 15. sind dann so Markierungen, um zu sehen, wo ich stehe. Ob ich in der Nähe 170 bin oder nicht, ob ich Gas geben muss oder etwas langsam machen kann. Und so momentan liege ich wieder sehr gut im Rennen auf den vorderen Plätzen. Startposition könnte man sagen. Ich brauche also nicht mehr sehr viele. Ja, warum brauche ich viele? Ich habe mir so Quantitätszahlen gesetzt als Ziele. So 170 Videos im Monat, 500 Videos im Quartal und 2000 Videos im Jahr. Und es geht darum, dass ich mich also übe in der Technik, dass ich also jeden Tag zigmal Video aufbaue, abbaue, einbaue, umschalte und das hochlade und nicht hochlade und dann bearbeite, dann Filter drüber setzen, dies und das und jenes und so. Da gibt es ja tausende Möglichkeiten der Gestaltung und Variierung und das kann man gut ausprobieren, so mit ja, harmlosen Videos. So Videos, die kann wehtun, aber selber auch nicht und ja, wo man also ohne Risiko, allerdings auch unspektakulär. Unspektakulär, also dann seine Videoerfahrung machen kann. Und darum geht es ja, dass man seine Videoerfahrung macht und dass man also auch Freude hat an der Sache, ne? Also, ich würde nicht so viel Sachen machen, wenn ich nicht Freude daran hätte. Natürlich gehen dann auch meine langweiligen Müllvideos, wie ich das manchmal bezeichne, auf den Geist. Aber es ist halt so und man muss da durch. Ja, das Ziel ist vielleicht länger bei YouTube, dass man da vielleicht 5 Jahre schon benötigt, um da reinzukommen. Wenn man sieht, so Leute, die da heute die vorderen Plätze belegen, bei Zuschauerzahlen, bei Abonnentenzahlen und so, die sind alle viele Jahre dabei. Die machen das schon seit ewigen Zeiten, haben auch zig Kanäle und zig Sachen ausprobiert. Und von daher sollte man da geduldig an die Sache als Älterer herangehen. Und dann braucht man natürlich auch keinen Erfolg, man als Älterer ist man da gelassener. Man muss jetzt kein Geld verdienen, man muss auch keinen Erfolg haben. Ja, ob ich jetzt Abonnenten habe oder nicht, ja, ist für mich nicht so existenzieller Bedeutung. Und ich muss auch nicht etwas Besonderes machen können. Also viele Leute wurden ja sozialisiert vom Elternhaus. Und oder wie auch immer, um etwas Besonderes zu machen. Sie sind also selber, haben sie den Anspruch, etwas Besonderes zu sein. Und das Besondere zeichnet sich dann dadurch aus, dass sie etwas Besonderes machen. Und ich brauche gar nichts Besonderes zu machen im Alter. Dieser Traum ist ausgeträumt. Und von daher hat man da natürlich eine bestimmte Freiheit, die die junge Generation so nicht hat. Die junge Generation will sich beweisen, die will mal zeigen, wie toll sie sind, wie großartig und dass es sich der Aufwand der Eltern gelohnt hat und so. Und die Investitionen und verbuhlen dann natürlich auch um die Anerkennung der Eltern und
Die wird dann auch öffentlich gegeben. Und ja, ist einfach erforderlich jetzt mal gewesen. Ja, ich bin wieder weit weg vom Thema. Also, Thema Nummer 2, Gesundheit. Gesundheit. Na, das Licht hier wackelt. Gesundheit ist also besser geworden. Mit den Füßen, mit dem Fuß, mit dem linken Fuß insbesondere. Und da habe ich wenig Klagen momentan mit. Na, was ist denn los hier? Gut, und Punkt Nummer 3. Ja. Ernährung, Diät, ja, geht so. Gestern habe ich wieder das Übliche gegessen. Ich esse jeden Tag fast dasselbe. Smoothie, Müsli und dann Abendgericht. Abends meistens Reis. Gestern habe ich mal wieder Salat gemacht. Und womit? Mit Reis natürlich. Ein Reissalat. Aber diesmal mit der richtigen Variante Rohkost. Und dann Lektüre. Ja, Lektüre fand gestern wieder nicht statt. Vielleicht komme ich heute dazu, mal sehen. Und Medien, ja, Medien habe ich gestern, glaube ich, Nachrichten gesehen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was da war. Brexit, Johnson und so weiter. Ich kann das nicht mehr hören. Und Fernsehen, keinen Fernsehen geschaut gestern, dafür aber Netflix. Wieder 4 Folgen einer Serie, die nennt sich Kathedrale des Meeres, Kathedrale Madre. Und ja, es ist eine Geschichte aus dem Mittelalter, die mit drastischen Bildern auch teilweise das Leben im Mittelalter dann aufzeigte, wie die also miteinander umgegangen sind. In Spanien oder vielleicht generell in dieser Zeit. Und das war eine harte Zeit für unsere Vorfahren. Und das ist auch richtig deutlich dort zum Ausdruck gebracht. Auch die Schicksale der Frauen und so. Unmöglich. Und die Sklaven der Leibeigenen. Und mit dem Aufhängen waren die ganz besonders schnell bei der Sache. Ja, also keine verherrlichende Ritterromanze aus dem Mittelalter, sondern schon so ziemlich realistisch und ziemlich, ich weiß nicht, an den wirklichen Verhältnissen orientiert. Ich weiß ja nicht, wie die Zeiten damals waren. Es gibt Sozialforschung darüber. Aber das sind ja auch nur so Überlieferungen. Also da habe ich gestern einige Folgen gesehen, 4 Stück. Heute sehe ich die anderen 4. Sind insgesamt 8 Folgen. Und ja, ist eine Serie der besseren Art. Okay, das war es soweit von mir und für heute. Ich sage mal Tschüss, macht's gut und Tschüss.